Aufnahme. So, herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Wir nutzen jetzt den heutigen Tag mal, um ein paar Bilder zu machen und euch das zu zeigen. Reste dran. So, aber mehr erzähle ich euch nach dem Intro. Bis gleich. So, Ladies and Gentlemen, und zwar habe ich dieses Video hier schon mal gemacht, aber ich hatte das CNC Evo an den RUROC 1.0 gemacht und da waren so viele Windgeräusche, dass man mich absolut nicht gehört hat. Ich hoffe, hier hört man mich jetzt besser. Genau. Auf jeden Fall, worum geht es in dem Video heute? Heute geht es mal darum, viele Leute haben mich gefragt, du, wie machst du deine Bilder? Hast du da einen Fotografen für? Bearbeitest du die selber? Was für eine Kamera hast du? Und. So, und da habe ich mir gedacht, ich nehme mir jetzt mal die Zeit und fahre mit euch mal irgendwo hin. Eigentlich ist es relativ egal, wo wir hinfahren, weil mir ist nämlich persönlich bei meinen Bildern wichtig, dass der Bokeh-Effekt, das ist der Hintergrundeffekt, ein bisschen verschwommen ist, dass halt der Fokus auf mir und auf dem Bike ist. So, also ganz am Anfang war es wirklich so, ich habe Kollegen, die sind Fotografen, die habe ich dann immer gefragt, ey, wie sieht's aus, hast du mal Zeit? Da muss man halt immer einen Tag finden, wo er Zeit hat, wo ich Zeit habe, dann macht man ein paar Bilder. Dann ist das größte Problem immer, die Bilder müssen auch bearbeitet werden und man ist selber ein bisschen ungeduldig und will am liebsten und am schnellsten so viele Bilder haben, wie es geht, um die dann halt auch zu posten. Was mache ich mit den Bildern? Die Bilder kommen in Instagram, die Bilder kommen in Facebook, die Bilder kriegen Sponsoren, dass sie damit halt ein paar schöne Sachen machen können. Genau. Und wie gesagt, da halt auf jeden Fall das so war, dass die Leute dann immer Zeit gebraucht haben, Bilder zu bearbeiten, sowas, was ja auch ganz normal ist, da mache ich auch niemandem Vorwurf draus, habe ich mir gedacht, okay, ich lese mich da ein bisschen rein, habe diverse YouTube-Videos geschaut, habe mir dann eine Kamera gekauft, die erste Kamera war eine Lumix FZ200, aber das war nicht so das Wahre vom Ei, sondern ich habe mich dann umentschieden und habe mir eine Sony Alpha 7 Mark II geholt mit einer Festbrennweite. Eine Festbrennweite ist ein Objektiv, was da ist ein Auto hinter uns. Damit muss man halt viel laufen. Das hat halt eine Entfernung und damit muss man dann arbeiten halt. So, und das ist mir eigentlich am liebsten, weil ich habe mir vorher überlegt, was für Bilder habe ich gerne, wie mache ich die Bilder gerne, wie sollen die aussehen am Schluss? Und dann habe ich gesagt, alles klar, 50 mm, 1,8 habe ich jetzt in dem Fall von Sony. Das ist es. Ich blende euch mal die Kamera unten ein. Könnt ihr mal lesen. Und ich hoffe, dass ihr da auch mal reinguckt. Ja, genau, auf jeden Fall. Ich blende euch mal die Kamera unten ein, das Objektiv unten ein. Das Ganze hat ungefähr so 1000 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch ein Bearbeitungsprogramm geholt. Und das war Power Director hieß es, damit habe ich damals meine Videos gemacht. Dann bin ich halt umgestiegen auf Adobe Lightroom. Damit habe ich eigentlich die besten Erfahrungen und damit komme ich auch gut klar. Und ja, ich hoffe, ihr hört mich wegen dem Wind. Genau. Ja, und somit bearbeite ich meine Bilder. Wichtig ist halt auch, dass die Kamera die Bilder in RAW macht. Was ist RAW? RAW ist ein Dateiformat, wo bisschen Kontrast draußen ist, bisschen Farbe draußen ist. Also mit den Bildern kann man mehr arbeiten. Die haben auch eine größere, wie heißt, größeren, ist eine größere Datei. Aber damit ist kann man super gut arbeiten. Lieber die Bilder ein bisschen zu dunkel gemacht als ein bisschen zu hell gemacht, weil aus dem Hellen kann man nichts rausholen. Aus dem Dunkeln kann man viel mehr rausholen als aus dem Hellen. Genau.
Und so habe ich das Ganze gemacht. So, und ich habe natürlich den Helm von Ruhrrock gekriegt. Das habt ihr ja in dem vorigen Video gesehen. Ruhrrock Atlas 2.0 Beast. Hab damit jetzt noch keine großartigen Bilder gemacht. Also wenn ich ehrlich bin, noch gar keine. Dann habe ich mir gedacht, das Wetter, das passt jetzt. Und da fahren wir jetzt einfach mal irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung wohin. Ich denke mal, wir fahren da hoch auf den Berg. Da haben wir ein schönes Panorama hinten dran. Und genau, dann zeige ich euch mal, wie das was wird. Auf jeden Fall bin ich alleine. Das ist mir wichtig. Ich habe nämlich keine Lust, jemand anderem, die von euch, die Fotos auch machen, die kennen das bestimmt, was ich jetzt sage, jemand anderem, also einen Kollegen von mir, die Kamera in die Hand zu drücken. Der macht dann schöne Bilder, ich posiere da schön. Dann schaue ich mir die Bilder auf dem Computer an. Ja, und dann ist die Hälfte verschwommen und einfach nicht zu gebrauchen. Ich habe ein Objektiv, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Mir fällt es jetzt gerade tatsächlich nicht ein. Ein Standfuß für die Kamera. Boah, mir fällt der Name tatsächlich nicht ein. Schreibt den mal in die Kommentare, wenn es euch einfällt. Mir fällt es nämlich jetzt gerade nicht ein. Und einen Fernauslöser. Ne? Ich mache jetzt nicht Selbstauslöser. Und ja, da feiern die alles schön. Ich habe jetzt keinen Selbstauslöser und renne dann schnell zum Bike. Also das habe ich früher auch mal gemacht. Und mit diesem Selbstauslöser, wenn ihr genau hinguckt, meistens habe ich den in der Hand. Oder, ja, weil wie gesagt, so hat es bei mir bis jetzt am besten funktioniert. So, jetzt schauen wir mal. Okay, hier ist alles dreckig, da wird das Bike auch dreckig. Eieiei. Wunderschönes Wetter, leider kann man nicht fahren. So, nochmal zu den Bildern zurück. Ich habe mir jetzt überlegt, ein neues Objektiv zu kaufen. Ein Sigma 55 mm, das steht für die Festbrennweite. Und 1,4er, das kostet allerdings 800 Euro. Und wer ein bisschen Instagram verfolgt, der kriegt ja mit, dass es zurzeit da absolut überhaupt gar nicht mehr läuft. Deswegen habe ich mir gedacht, so, ich sehe es nicht mal ein, dafür viel Geld zu bezahlen. Die Bilder von mir, die sind eigentlich ganz super. Und mir langt das, was ich jetzt hier habe. So, hier sieht es doch schön aus. Ihr seht das nicht, was hinter mir ist. Oder seht ihr das im Spiel? Ja, ich hoffe, ihr hört die Windgeräusche in dem Ruhrrockhelm. So, jetzt sind wir gleich oben. Jetzt kriege ich natürlich ganz schön viele Fliegen an den Helm. Man merkt, es wird Sommer. Aber kein Problem, das Bike ist auch nicht sauber, es ist dreckig. Aber ich habe nicht nur Lightroom, ich habe auch Photoshop und da kriegt mir wunderbar diese kleinen Dreckflecken raus. So, jetzt sind wir hier angekommen. Wir werden mir, glaube ich, ein paar Bilder machen. Ich denke mal, das Ganze machen wir hier. Hier sieht es doch schön aus. Ich glaube, wir stellen das Bike dahin.
So. Also dann probieren wir jetzt mal was. Ja, die Leute gucken schon. Das ist halt auch immer sehr, sehr, sehr interessant. Dass die ganzen Leute auch immer schauen dann. Ne? Was macht der da? Der fährt Motorrad. Wir schauen, ob das Motorrad ganz schön steht. Ja, die Handschuhe ziehen wir mal kurz aus. So, nicht vergessen, die Airbag-Weste abmachen. Aber was halt auch ganz wichtig ist, ist das Licht. Das fällt mir jetzt gerade ein. Deswegen, wir machen erstmal ein Bild gegen das Licht. Ich zeige euch jetzt mal zwei Bilder. So, jetzt zeige ich euch mal mein Equipment, was ich dabei habe. So. Dann haben wir hier einen Rucksack. So, dann habe ich das Stativ, genau so nennt sich das Stativ. Stativ dabei. So, das ist die Kamera. Stativ ist schon ein bisschen mitgenommen, aber bei mir ist es so lieber, weil ja, die Sonne, es geht eigentlich. Das ist eigentlich schön klein, das kann man überall reinstecken in den Rucksack. So, wichtig ist, vorher immer gucken, Akku laden. Mir ist das schon passiert, ich bin irgendwo hingefahren. Der Akku war leer. Und dann war Feierabend. So. Wie gesagt, das ist eine Festbrennweite, da muss man ein bisschen laufen, um zu gucken, dass es so passt und so ist, wie ich es gerne hätte. So, dann haben wir hier drei Werte, die Festbrennweite, die Verschlusszeit. Ich stelle ein bisschen schneller, dadurch wird das Bild dunkel. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. So, und den ISO-Wert, den lassen wir immer so weit unten, wie es geht. So. Ja, das könnt hinhauen. So. Jetzt die Kamera soweit fertig. Jetzt hole ich mir hier meinen schönen Fernauslöser raus. Der Deckel fehlt, weil ich habe keine Ahnung, wie der ausgeht, wenn die Batterie drin ist. Ja, wenn da jemand eine Ahnung hat von, kann er mir mal das in die Kommentare reinschreiben. Jetzt drücke ich hier kurz drauf. Das Bild stellt sich scharf. Ich setze mich jetzt hier schön hin. Natürlich achte ich immer drauf, dass man viele Sachen sieht halt. Ne? So wie jetzt in dem Fall das Sena an der linken Seite. So, wenn ihr schon ein paar Mal Bilder gemacht habt, dann wisst ihr schon, wie die Einstellungen sind und dann läuft das alles. Kurz drauf gedrückt. Und zack. Und so sieht das Bild aus. So, jetzt machen wir noch mal kurz was. Ich mache jetzt einfach noch ein Bild und nehme euch da einfach noch mit. So, die Sache ist nämlich die, wichtig, was ganz wichtig ist, ist dieser Lichteinfluss. Also von wo das Licht kommt. Der Lichteinfluss, ist das überhaupt ein Wort? So. Ja, da kommen Fahrradfahrer. Die gucken dann bestimmt auch gleich. So, weil das Licht kommt nämlich von links. Und ich habe da noch eine gute Idee fürs Foto. Dazu müssen wir erst mal warten, bis die Fahrradfahrer da weg sind. Na, wunderbar, habt ihr gehört? So. Weil das Licht kommt nämlich von hier rechts. Dann stellen wir das Motorrad mal hier hin. Hinten dran die schöne Wiese.
die man aber eh nicht erkennen wird. Gang rein. Steckt mir raus. Ich finde es immer schöner, wenn es so steht. So, die Sonne kommt von oben. Klar kommt die Sonne von oben. So. Jetzt müssen wir gucken. Nee, die ist nicht zu verkaufen. So, ich mache die meisten Bilder auch immer von unten. Ja, ja. Ciao. Das. So, das gefällt mir nicht. Steht ein bisschen schräg. So. Jetzt machen wir hier mal. Also die Kamera hat auch ganz schön viele Fokuspunkte. Und wenn ihr hier schaut, ich weiß nicht, ob ihr es seht, das, was gelb kriselt am Motorrad, das ist alles sehr scharf, das fokussiert ist. So, aber da wir ja den Helm haben wollen, werde ich mich jetzt vors Motorrad knien, lass mal die Handschuhe wieder anziehen. Wunderbar, Spessart. Da hinten ist der Odenwald. Sehr schöner Fleck hier. Sehr, sehr schöner Fleck hier. So, jetzt kann es halt passieren, dass das Bild nicht so wird, wie ich es gerne hätte. Ich habe zwar geguckt. Rück mal noch ein Stück hinter. Weil ich weiter vorne bin als das Motorrad. Und das Bild sieht dann so aus, wenn es was geworden ist. So Leute, und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sehen wollt, wie ich das Bild bearbeite. Ja, weil dann werde ich mich nämlich mit dem Motorradhelm vor meinen Computer setzen. So, vielen Dank, Ladies and Gentlemen. Haut mal was in die Kommentare rein. Ich verlinke euch unten ein paar Sachen. Die Kamera und sowas hin und her. Das Sena, mit dem ich das Video aufnehme. Vielen Dank an Sena. Und ja, in dem Sinne, einen schönen Tag noch. Peace.